Ihr Mann ist gar nicht mehr bei Ihnen zu Hause, stimmt's? Von Werbens, wir schweigen können uns nicht weiter. Komm, Julian. Vielleicht kann Sie Stiefsohn Jens weiterhelfen. Nein! Jens dürfen Sie nicht befragen. Jens hat viel schlimmere Stimmungsphasen als mein Mann. Nicht umsonst ist er in einer Nervenklinik untergebracht. Wenn Sie ihn jetzt mit Fragen zu seinem Vater belasten, könnte dies tödlich für ihn sein. Dann sagen Sie uns endlich, wo Ihr Mann ist. Bock drauf hast. Du hast da nämlich Bock drauf, nicht ich. Heute Abend im Büro und hatte ich gesucht. Jetzt lenk mal nicht vom Thema ab, wieso kriegt er meinen Job? Ich sollte es echt lassen. Was solltest du lassen? Jüngere Männer. Ach, das war doch nie... Was denn jetzt?